Okay. Ich heiße Sie erstmal herzlich willkommen. Können Sie mich gut hören? Hallo? Ich kann Sie jedenfalls sehr gut hören noch. Okay, jetzt ist es besser. So, ich heiße Sie herzlich willkommen zu der Vorlesung Rechnernetze in diesem Wintersemester. Ich möchte Ihnen kurz erstmal die organisatorischen Details vorstellen. Zunächst einmal das Team, wer denn die Vorlesungen betreuen wird. Zum einen werde ich, Karl-Heinz Pfaffi, die Vorlesungen halten. Dabei sind aber auch noch Tobias Amft, Raphael Bial und Alexander Schneider. Die sind jetzt heute auch hier vorne. Sie werden diese drei Personen dann noch häufiger sehen, weil es von der Aufteilung her so angedacht war, dass Sie, diese drei, hauptsächlich die Übungen mit Ihnen betreuen werden und so auch eine intensivere Betreuung möglich ist. Allgemein, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann scheuen Sie sich nicht, uns zu fragen. Am günstigsten wäre es, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben. Wir haben so ein Ticketsystem, sodass da möglichst schnell Ihnen geantwortet werden kann und wir auch auf frühere Fragen verweisen können oder einfach diese Fragen, die vielleicht häufiger auftauchen können, einfach strukturierter angehen können. Okay, wie ist die Vorlesung aufgebaut? Zum einen finden Sie alle Informationen zu der Vorlesung, zu den Folien, zu den Übungsaufgaben, aktuelle Ankündigungen und auch, wo Sie die Vorlesungsaufzeichnung finden, im Netz, auf dieser Webseite cnhhu.de/rn-2015. Neben den Foliensätzen und natürlich den Übungen und Musterlösungen, Ankündigungen finden Sie auch den Link eben zu den Vorlesungsaufzeichnungen. Das hat sich in den letzten Jahren ganz gut bewährt, um sich das im Anschluss nochmal anschauen zu können. Also da ist es oft ganz nett. Dadurch, dass die Folien, Sie werden es ja in den Folgen sehen, zum Teil urheberrechtlich geschützt sind, müssen wir sie gleich dahinter so einer Schutz stellen. Das heißt, Sie brauchen die Zugangsdaten. Die sind wie folgt. Genau, der Benutzername ist Rechnernetze und Passwort ist Wireshark1516. Insgesamt, also wenn Sie sich die Vorlesung schon mal im HIST-LSF angeschaut haben, besteht aus drei Teilen, also eine Vorlesung, eine Hörsaalübung, in der wir Übungsaufgaben mit Ihnen besprechen werden und praktischen Übungen. Und auch bei diesen praktischen Übungen werden die vorhin genannten Doktoranden, also der Tobias Amft, der Raphael und der Alexander, Sie betreuen, weil sie sind zum Teil etwas aufwendiger, aber da lernt man erfahrungsgemäß auch sehr viel. Okay, zu den formalen Voraussetzungen, da hatte ich schon verschiedene Anfragen gehört von Personen, die Info 2 noch nicht ganz bestanden hatten, aber am Ende des Semesters noch eine Prüfung haben oder welche, die aus einem bestimmten Studiengang sind oder die bestimmte Nebenfachkombinationen haben. Ich kann sie im HIST-LFS überall hinzufügen, aber ob ich sie dann prüfen darf, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Dazu verweise ich Sie am besten an die Frau Angela Rennwanz, die betreut die Modulhandbücher und die Informatikvorlesung, das Angebot, und sie kann Ihnen da, falls Sie Rückfragen haben, Auskunft geben, unter welchen Bedingungen Sie das einbringen können. Also, wir sind offen für alles, aber es muss zu Ihren bestehenden Prüfungsordnungen passen, und da gibt es sehr viele und die kann ich persönlich nicht überblicken. Okay, wie ist die Vorlesung also aufgebaut? Es gibt einmal eine Vorlesung. Das Ziel ist natürlich, die ganzen Grundlagen zu vermitteln zu diesem, wie ich finde, recht spannenden Teil Rechnernetze. Also das werden Sie sehr häufig, werden Ihnen Rechnernetze begegnen. Also wenn man so die Grundkanoniken der Informatik anschaut, Datenbanken, Betriebssysteme, und dann wird immer Rechnernetze genannt, weil das einfach sehr viel ermöglicht und auch in den letzten Jahren sehr viele Möglichkeiten begründet hat. Es gibt also zwei Vorlesungsblöcke, einmal mittwochs, jetzt quasi, und einmal donnerstags, 12.30 Uhr, und da hätte ich erstmal eine Frage in die Runde. Ich habe es jetzt erstmal vorab schon hier eingetragen. Wäre es möglich, wenn wir die Vorlesung um 14.15 Uhr beginnen lassen und dafür eine Viertelstunde früher beenden? Spricht da was dagegen? Also ich bin da wirklich offen, ja? Okay, ja? Okay, ja gut, dann muss ich das wahrscheinlich wieder zurück anpassen. Also dann vergessen Sie diese Zahlen, löschen Sie es aus Ihrem Gedächtnis und behalten wir das mal mit den 14.30 Uhr bis 16 Uhr bei. Okay.
Hier steht, der Besuch der Vorlesung ist freiwillig, aber empfehlenswert. Und das kann ich auch wirklich noch nur betonen. Es gibt zwar Vorlesungsaufzeichnungen, das ist auch ganz günstig, damit Sie das im Nachhinein nochmal durchschauen können. Gerade vor der Klausur ist es ganz praktisch. Das soll aber nicht heißen, dass Sie dann nicht auftauchen, weil man oft noch Diskussionen im Anschluss hat. Und auch, Sie sehen, ich bin hier per Kabel angeschlossen für die Aufzeichnung. Ich hatte auch mal das Mobil versucht, Mobilkommunikation, die Vorlesung habe ich auch mal gegeben. Und das ist schon öfter ausgefallen. Und die Technik, da würde ich nicht vertrauen, dass es jede Aufzeichnung geben wird. Ich hoffe es mal, aber es hat nicht immer ganz geklappt. Also seien Sie lieber dabei, das ist auch ganz interessant, wenn Sie mit Ihren Kommilitonen austauschen können und das einfach nochmal besprechen. Die ganze Vorlesung fußt auf einem Buch, da gibt es verschiedene Hauptwerke, also einmal von Tannenbaum, aber das andere, das wir hier verwenden, Kurose und Ross sind die Autoren, Computernetzwerke, der Top-Down-Ansatz. Ich glaube, die aktuelle Auflage ist nicht 5, sondern 7, habe ich glaube ich mal gesehen, bin mir nicht ganz sicher, also von 2012. Wir orientieren uns vom Aufbau her auch in der Vorlesung an diesem Buch. Auch die Folien basieren auf einem Foliensatz von den beiden Autoren. Und der einzige Unterschied zum aktuellen Buch, zur aktuellen Version, in der vorherigen Version war es anders. Im aktuellen Buch nutzen die Python und das alte war auf Java aufbauend und dadurch, dass das im Bachelorstudium auch Java so vertieft wird, haben wir es auch in Java. Also haben Sie keine Angst, Sie werden das schon alles meistern können. Okay, das zu der Vorlesung, zu der Hörsaalübung, die findet Donnerstag statt. Und da ist das Ziel eben diese ganzen theoretischen Grundlagen, da werden Sie verschiedene Protokolle und Netzwerkaufbauten kennenlernen, mal zu üben und zu vertiefen. Diese Übungen werden hauptsächlich von eben diesen drei Personen, den drei Doktoranden, mit Ihnen besprochen. Und da gibt es ein bestimmt besonderes ein Übungsmuster. Und zwar ist es da schon sehr erwünscht, dass Sie anwesend sind, weil wir gerne haben, dass Sie die Übungen auch durchführen und die Lösungen ausarbeiten. Und daher wird der Vortragende, also die Idee ist, dass quasi die Übungsaufgabe einmal ausgeteilt wird. In der nächsten Woche werden die Übungen besprochen. Und dann haben wir ganz clevere Zufallsgeneratoren, die dann Namen auspicken und diese Person muss das dann vortragen. Daher sollte es dann gemacht sein und richtig sein. Und theoretisch, hier steht, jeder hat zwei Vetos für nicht vorrechnen müssen oder anwesend sein. Und die sollte man aber nicht beide ausschöpfen. Also für die Klausurzulassung ist es notwendig, dass sie eben die an der Übung partizipieren. Genau, damit Sie auch überhaupt gut teilnehmen können, auch was diese Übungen angeht, aber auch die Praktika, ist es notwendig, dass Sie sich auf der Webseite für das automatische Abgabesystem der Uni anmelden. Dann ist es etwas leichter, das zu handhaben, gerade bei den Praktika, wenn Sie auch vorab vor dem praktisch physikalischen, also wenn Sie da was vorzeigen müssen, etwas Theoretisches quasi einreichen müssen, ist es leichter, das zu verwalten und dann es ist leichter handhabbar, als wenn Sie mit Papieren kommen oder E-Mails. Das heißt, melden Sie sich bitte auf dieser Webseite an, bei der Veranstaltung Rechnernetze, Übungsgruppe Hörsaalübung und dann sind Sie quasi registriert für diese Übung. Okay, zu der praktischen Übung. Es gibt drei praktische Übungen. Also das Ziel ist, auch mal mit echten Rechnern zu arbeiten. Und auch mal das quasi, was auf Papier oder in Theorie sowohl einmal erlernt wurde, als auch dann noch im Anschluss besprochen wurde, auch mal anzuwenden. Das heißt, selbst mal was physikalisch umzusetzen und zu schauen, ob das funktioniert. Okay, also es gibt drei praktische Übungen, die von den drei Personen dann betreut werden, mit ziemlich langen Laufzeiten. Das heißt, eine Übung ist zum Beispiel die Programmierung einer einfachen Internetanwendung, ist der Webserver, glaube ich, ne? Genau, die macht der Tobias. Und Sie finden auch diese ganzen Übungsblätter und ganz notwendigen Dokumente, die Sie dafür brauchen, eben auf der Webseite. Das ist immer der Anlaufpunkt. Okay, genau, zu den
diese praktischen Aufgaben, die sollen auch vor der Klausurzulassung, also für die Klausurzulassung absolviert sein. Die Zeiten sind noch so bemessen, dass wir das gut schaffen. Ich glaube, so ganz grob haben wir für jede Aufgabe mindestens 4 Wochen, glaube ich. Oder jedenfalls, nein. Also jedenfalls ausreichend Zeit. Also das ist, sind nicht die ersten Kandidaten, die das jetzt, an denen wir das testen, sondern wir hatten schon vorab mehrere Erfahrungen, mehrere Rechnernetze-Vorlesungen gegeben und da hat es immer gut geklappt. Das heißt, wenn die Übungen draußen sind, diese praktischen Übungen auch, dann werden sie erstmal natürlich vorgestellt in den Übungszeiten und dann gehen sie dann dran, machen sich nicht auf den letzten Drücker. Das ist doch ganz interessant, was man dabei lernen kann. Genau. Ja, also sind wirklich Beispiele aus dem Leben gegriffen. Eins ist, glaube ich, der Aufbau der WG-Netzwerkumgebung. Einmal ein Webserver und einmal noch was zur Überraschung. Okay, damit Sie auch Code quasi teilen können und damit wir da Ihnen da auch besser helfen können, melden Sie sich bitte oder schauen Sie sich das GitLab der Universität an unter git.hhu.de. Und ein bisschen die Git Befehlssatz, damit Sie wissen, wie Sie da was auschecken und einchecken und welche Branches Sie bearbeiten, damit Sie sich damit auch ein bisschen vertraut machen. Okay, nochmal abschließend zu der Prüfbarkeit. Hier sind einige Punkte aufgelistet, aber also Sie können es als Wahlpflichtmodul, als Schwerpunktmodul, 15 oder 10 Leistungspunkte, je nach Prüfungsordnung, das ist immer der Punkt, einbringen. Also das muss ich wirklich sagen, je nach Prüfungsordnung, es gibt da mittlerweile schon einige, dann auch je nach Studiengang und zur Not immer der letzte Punkt, verweisen Sie an die Frau Rennwand, die kennt sich da aus, falls Sie sich unsicher sind. Sie können dann genau sagen, damit eben welche Möglichkeiten Sie haben. Genau, es gibt noch individuelle Ergänzungen, Masterstudiengang Informatik, Nebenfach Informatik, Anwendungsfach in Bachelor, Masterstudiengang Mathematik. Es gibt wirklich eine Menge und informieren Sie sich frühzeitig. Ich glaube, wenn Sie den normalen Weg wählen, also den normalen Studiengang der meisten hier haben, dann wird es alles in Ordnung sein. Aber informieren Sie sich lieber frühzeitig, bevor Sie enttäuscht werden. Zu der Prüfung, genau, Klausuren der letzten Semesterwoche. Ich glaube, das haben wir öfter so gehalten. Dann ist es ganz, ganz günstig, dann haben Sie quasi die Vorlesung Rechnernetze zum Ende der Semester. Okay, ich muss sagen, es ist ein bisschen undeutlich unklar ausgedrückt, ob es die Semester, das Semester endet ja im März, also ob es die vorlesungsfreie Zeit ist. Ich glaube, es war die vorlesungsfreie Zeit. Oder? Ja, der Vorlesungszeit meine ich. Genau. Bevor ich Sie ganz verwirre, Sie werden es auch auf der Webseite lesen. Es wird, glaube ich, so im Februar sein. Okay. Alle Klausuren sind gleich. Alle haben die gleichen Bedingungen. Es gibt keinen Bonus. Okay. Ja? Erstmal zu den praktischen Übungen, was Sie zwischen mir präsentieren, dann Termine vereinbart. Kann ich ja gleich übergeben an den Tobias, der hat das. Also, es gibt verschiedene Termine. Und ihr könnt euch dazu auch im Aus eintragen. Also ihr müsst euch nicht für die Hörerinnen eintragen, sondern für einen der 7, der steht auch schon dran, die sind. Das sind jeweils 2 praktische Übungen und eine bei der Webserver bei Tobias sind jetzt erstmal. Tragt euch für eine der praktischen Gruppen ein, da sind jeweils bis auf 8 Leute beschränkt, wenn wir 8 Rechner im Rechenlabor haben. Wenn die Gruppen drohen voll zu werden, machen wir neue auf, aber solange die halt noch nicht relativ gefüllt sind, erstmal die 7, die es so gibt. Hier stehen halt wie gesagt den Namen dran, tragt euch einfach irgendwo ein. Nee, das sind die, also das ist zweimal eintragen. Ja, genau, da gibt es auch eine theoretische Vorarbeit, das müsst ihr dann möglichst durchgearbeitet bevor ihr die Prüfung macht. Die sind jeweils Ende Dezember, Anfang Januar. Ja, das ist noch eine Frage. Ja, wie ist das mit den Übungen, werden die benotet? Also kriegen wir da gewisse Punkte oder nur das einzige? Und das gilt dann mit dem gleichen Veto, also wenn ich die habe, geht das nicht. Das geht nur für die Übungen. Also praktische Übungen sind anwesend sein und machen und quasi bestehen. Also für die Aufzeichnung, um es zu. Also die Hörsaalübungen, wir werden nicht jede einzelne Übungsaufgabe prüfen von Ihnen allen und dann quasi weder Noten geben noch
noch für das Übungsblatt, das Hörsaalübungsblatt irgendwie, dass sie dann bearbeiten, dann Bestand oder nicht Bestand geben, sondern das ist quasi, damit sie dabei sind. Das per Zufallsprinzip wollen wir gern, dass jeder mal das vorstellt, um einfach grob zu erfassen, damit wir sie einfach motivieren, die Übungen zu machen, weil es ihnen in der Klausur hilft. Am Ende wird eigentlich nur die Klausur ihre Note bestimmen. Und wo eben eine Prüfung stattfindet, ist bei diesen praktischen Übungen, wie Alexander gesagt hat, im Hours-System können sich dann einen Slot quasi reservieren, in dem man quasi prüft, ob sie zum Beispiel das WG-Netzwerk richtig aufgesetzt haben oder in diesen acht Rechner-Pool-Raum das richtig aufgesetzt haben, und dann prüfen wir das und dann sagen wir ja oder nein, und dann haben sie quasi am Ende alle praktischen Übungen abgehakt und von uns bestätigt bekommen, und dann nehmen sie an der Klausur teil. Gibt es noch weitere Fragen? Falls Ihnen noch später was einfällt, schicken Sie uns eine E-Mail oder fragen Sie uns so. Das Ziel ist ja, dass Sie hier möglichst viel lernen und dass alles gut klappt. Okay. Ja? Ich glaube, die sind noch nicht draußen. Aber, also die werden alle drei rausgegeben, nicht nacheinander. Die Fahrtübungen, die kommen nach. Genau, also die praktischen Aufgaben kommen alle nacheinander und nicht zeitgleich, werden sie veröffentlicht. Okay. Gut. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann beginne ich mit dem mit der ersten Vorlesung zu den Rechnernetzen. Das heißt, das Thema Organisation schließen wir dann ab. Und wir schauen uns an, welche spannenden Themen erwarten uns hier eigentlich in dieser Vorlesung. Das wollen wir eigentlich genau betrachten. Das heißt, wie schon gesagt, die Vorlesung basiert auf dem Buch von Kuruse und Ross, Computer Networking, a Top-Down Approach. Dazu gab es historisch gesehen auch mal einen Foliensatz, auf den diese Vorlesungsfolien basieren. Daher können wir das auch nicht ganz ohne Passwort online stellen. Das ist so eine Bedingung gewesen. Ich glaube, Sie sind einer der ersten Jahre, die jetzt in den Genuss kommen, dass Sie keinen Comic Sans von uns mehr sehen. Das ist eine Neuerung. Und inhaltlich sind natürlich auch andere Sachen geändert worden, aber jetzt können Sie sich so ganz auf den Inhalt konzentrieren. Okay, schauen wir uns also an, was wollen wir in diesem ersten Kapitel betrachten. In diesem ersten Kapitel wollen wir uns anschauen, was sind denn Computernetzwerke? Und damit Sie einfach genau ein Gefühl bekommen, dass Sie so ein Gefühl auch bekommen, welche Komponenten gehören dazu, was macht ein Computernetzwerk aus, welche Begriffe gibt es, welche Grundlagen brauchen wir für das Verständnis der weiteren Kapitel. Sie werden sehen, wir werden jetzt erstmal so einen Überblick schaffen zu dem Thema, eben welche Komponenten es gibt. Wir werden am Ende vielleicht nicht dieser Vorlesung, aber der morgigen dann dazu kommen, dass wir so ein Schichtenmodell kennenlernen, aus welchen Basisschichten so ein Netzwerk und vor allem hauptsächlich das Internet aufgebaut sind. Und in folgenden Kapiteln und Vorlesungen werden wir dann die Schichten nach und nach durchgehen. Also jede Schicht hat dann unterschiedliche Funktionalität und die wir dann im Detail stärker kennenlernen. Also heute werden wir uns eben anschauen, was ist das Internet, ganz pauschal gefragt, was ist ein Protokoll, was mache ich damit, wozu brauche ich das, was ist eigentlich die Perspektive, wohin es alles führen kann, diese ganze Vernetzung, wie ist das Internet technisch aufgebaut, also wie sieht der Randbereich des Netzwerks aus, wie sieht das Innere des Netzwerks aus, was sind Kenngrößen, das heißt Qualitätsbewertungsmerkmale, ein bisschen was zur Sicherheit und dann eben zu den Protokollschichten, die wir dann in den weiteren Vorlesungen dann vertiefen werden. Okay, also erstmal zur Orientierung. Was ist das Internet? Hat jemand schon von Ihnen mal was vom Internet gehört? Kennt es jemand nicht? Ich hoffe mal nicht, weil sonst... Ah ja. Nee, also es ist schon recht weit verbreitet und
hat sich eigentlich ganz gut durchgesetzt. Und jetzt wollen wir mal schauen, welche Komponenten machen es denn eigentlich aus? Also was ist das Internet ganz pauschal? Zum einen müssen wir uns mal technisch mal so betrachten, was gehört denn alles dazu? Hier ist mal so eine Art Schaubild dargestellt, aus welchen Elementen das besteht. Zum einen brauchen wir Endsysteme. Das sind die Geräte, an denen man sitzen kann. Das ist ein Smartphone, das ist ein Desktop-Rechner, das ist ein Notebook. Also alle die Geräte, die von sich aus entweder vielleicht am Ende Nachrichten empfangen wollen, verarbeiten wollen oder welche verschicken wollen. Das heißt, wenn Sie das mal mit der normalen Post vergleichen, das sind die Menschen, die Briefe schreiben oder lesen. Dann haben wir die Leitungen, die diese Personen miteinander verbinden. Das heißt, das ist, sind all die Kabel, all die auch kabellosen Medien, wie, also die Luftschnittstelle, die man nutzen kann, um Signale von A nach B zu übertragen. Oft hat man Kupferkabel, auf dem einen Ende eben ein Signal gelegt wird und am anderen Ende nach einer Zeit empfangen wird. Glasfaser, wo Licht eben als Signal dient. Funk, also es gibt verschiedene Medien, die werden wir auch kurz betrachten. Das ist die zweite Komponente, die wir eben für das Internet und so ein Netzwerk brauchen. Und das dritte ist, wir brauchen sowas wie Router. Was ist ein Router? Ein Router ist so eine Art Knotenpunkt, an dem mehrere Leitungen an sich anschließen können und der dann entscheidet, wenn jetzt eine Nachricht oder irgendein Signal ankommt, an welches andere Leitung soll diese Nachricht weitergeleitet werden. An ein bestimmtes, an alle oder das sind diese Verknüpfungspunkte. Also dargestellt hier als runde Plättchen mit einem Kreuz drauf, das ist das Symbol für die Router. Und Sie sehen, das sind all diese Knotenpunkte, in die mehrere Kanten haben, die entweder eingehen oder ausgehen. Das ist so ganz grob betrachtet das Internet. Also die Kernelemente, die wir eben für den Aufbau eines solchen Netzwerks brauchen. Okay, einmal so zur Einführung der Begriffe. Wenn man sich anschaut, das ist ein bisschen interessanter, also als dieser Foliensatz begann, welche coolen Endsysteme, welche Anwendungen man für solche Netzwerke vorgesehen hat. Ich habe mal diese Folie drin gelassen, das war damals ganz trendy. Ja. Sie könnten einen Bilderrahmen haben, der Ihnen Bilder anzeigt, ja, also einen digitalen aus dem Internet. Oder einen Toaster, der per Wettervorhersage-Anbindung Ihnen darstellen kann auf Ihrem Toast, wie das Wetter demnächst wird. Kleiner Webserver, also Miniaturisierung wurde auch angesehen und Internettelefonie. Das war 2008 so die Vision. Heutzutage, wenn man sich so mal anschaut, welche Perspektiven eher jetzt so in der Forschung oder vielleicht auch langsam in der Industrie verfolgt werden, dann ist das so aktuell hip. Das heißt, da gibt es zum Beispiel Smart Cities, Internet of Things, Car2X, also Smart Homes, also alles wird smart. Angefangen mit den Handys und am Ende der Mensch. Und die Idee ist, quasi überall diese Vernetzungskomponente einzubauen. Also wir haben lange Zeit dann an Car2X geforscht. Also wie können Autos sich unterhalten und Staus erkennen und Gefahren entdecken und irgendwelche optimierten Pfade austauschen. Und also da kommt jetzt nach der Forschung das langsam so in die Industrie, wenn Sie es betrachten. Ich glaube, BMW will jetzt mit Google kooperieren, dass Android auch reinkommt. Und die Autos sollen jetzt in Zukunft miteinander kommunizieren. Und alles soll autonom sein, sodass sie dann quasi sich austauschen können und sie hinfahren, wohin sie wollen. Smart Homes, auch hier zu Hause soll dann irgendwie smart sein. Also das alte Bild, da gab es immer so ein Beispiel von einem intelligenten Kühlschrank, der dann sagt, wir haben keine Milch mehr, ich bestelle jetzt bei Amazon was nach. Das geht aber auch weiter. Also ich glaube, Google hat vor einiger Zeit, sogar vor 2-3 Jahren, also schon vor etwas längerer Zeit, Nest gekauft. Das ist so ein Unternehmen, die stellen Sensoren und kommunikationsfähige kleine Aktuatoren oder eben Sensoren her. Also damit kann man dann prüfen, wie ist die Lichtstärke, soll das Licht dann eingeschaltet werden oder nicht, sollen wir abhängig von irgendwelchen Parametern, die erfasst werden können, irgendwelche Aktionen veranlassen, Garagentor hoch und runter. Also so Sachen, die eben ermöglichen, das Haus sich selbstständig sensorbasiert zu steuern. Und das erfordert natürlich auch sehr viel Vernetzung. Oder von ganz weit weg, aus der Arbeit, können Sie dann schon mal sagen, bitte Haus, bereite für mich die
die Badewanne vor, ich weiß nicht. Also jetzt kann ich ja verschiedene Szenarien ausdenken. Das wird auch länger diskutiert. Smart Cities, das ist auch länger hip gewesen, dass man an Häuser verschiedene Sensoren anpackt, die auch wieder kommunizieren können, und die Straßenbahn, die vorbeifährt, die sammelt die Daten ein und wertet sie dann aus, sodass man Erdbeben erkennen kann oder Ozonwerte oder Feinstaub oder was auch man immer sich vorstellen kann, also dass man viel Daten hat. Das ist auch der zweite einer der anderen großen Trends in der Informatik, die Datenauswertung, Big Data, dass man daraus irgendwelche Optimierungsziele dann erreicht. Genau, aber Vernetzung spielt wirklich eine große Rolle aktuell. Internet of Things, die auch mal angeschlossenen Apfel, also mittlerweile durch einen weiteren Trend in der Informatik, die Miniaturisierung, es wird ja immer alles kleiner und sie kriegen immer mehr Rechenleistung in kleinere Geräte unter, die uns mit ihrer Smartwatch oder ich weiß nicht, Sie können sich wirklich verschiedene Szenarien vorstellen, wo Geräte und Computer eingebettet sind, die kommunikationsfähig sind und die nicht immer was Sinnvolles machen, aber die letztlich dazu beitragen, dass das alles mit allem kommunizieren kann, alles als Sensor dienen kann, vielleicht auch als Eingabegegenstand oder als Display oder als Aktuator, um irgendetwas auszulösen. Das ist so die Vision, die aktuell verfolgt wird. Und Sie sehen, also gerade bei diesen Beispielen, ist die Vernetzung überall wichtig. Und deshalb finde ich es auch so spannend, die Rechner von der letzten Vorlesung, weil sie einem erzählt, was die Grundlagen dafür sind, was die Basis ist, um selber mal so etwas zu verstehen. Und zu verstehen, wenn Sie mal eine Anwendung bauen wollen, um vielleicht Ihren Kühlschrank doch mit dem Auto reden zu lassen, was benötigen Sie dafür? Auf welcher Ebene müssen Sie welche Funktionen bereitstellen? Und als Informatiker, das finde ich auch ganz spannend, können Sie das dann ja später auch. Also idealerweise haben Sie dann auch die Fähigkeit erlernt, solche Programme zu schreiben, und wenn Sie wissen, wo und wie Sie netzwerken, dann können Sie sowas auch realisieren. Noch ein kurzer Ausblick, bevor ich auf die nächsten Grundlagen zu sprechen komme. Also weitere Aspekte, die wir auch Jetzt bieten wir die Vorlesung Rechnernetze an. Im nächsten Semester bieten wir die Vorlesung auf der einen Seite Android-Programmierung an und Peer-to-Peer-Systeme, die auch das Ganze zum Teil weitertreiben. Weil wir betrachten zum Beispiel, wie können Sie sicher dezentral kommunizieren? Wie können Sie ohne Abhörmöglichkeiten durch die NSA wirklich untereinander kommunizieren und Nachrichten austauschen, Dateien austauschen? Und auch da benötigen Sie all dieses Basiswissen letztlich. Okay. Gehen wir also mal weiter. Also wir haben jetzt mal betrachtet das Thema der Hardware, sage ich mal. Also die Geräte, wir haben Hosts, also Endsysteme, wir haben Leitungen und wir haben Router, die das Ganze verbinden. Und jetzt bauen wir sowas wie Software, also irgendetwas, was das Ganze nutzbar macht. Und da kommen die Protokolle ins Spiel. Die Protokolle, das ist ein Begriff, der beschreibt, wie Nachrichten versendet und empfangen werden, was diese Nachrichten enthalten sollen, in welcher Reihenfolge die Nachrichten erwartet werden. Da gibt es also Protokolle, sind zum Beispiel TCP, IP, HTTP, Skype, Ethernet, SMTP, IMAP. Und falls Sie mal davon gehört haben, das sind alles verschiedene Dienste, die damit auch bereitgestellt werden. Und genau, also das werden wir auch später noch vertiefen. Und was ist jetzt das Internet? Das Internet ist ein so eine Art Netzwerk von Netzwerken, das hierarchisch aufgebaut ist. Also jetzt können wir uns schon ungefähr, da wir die Hardware kennen, vorstellen, was ein Netzwerk ist. Das ist so ein Zusammenschluss von Endgeräten und von Routern, die per Leitung irgendwie verbunden sind. Und das Internet, daher auch irgendwie das Inter darin, ist eine Verbindung zwischen diesen Netzwerken. Das heißt, wir haben meistens ein hierarchisches, das heißt, das können Sie sich ja so vorstellen, Sie haben erstmal ein ganz lokal begrenztes, vielleicht zu Hause Ihr Netzwerk, also da haben die Ihren Internetanschluss, Ihren Router, Sie haben ein Notebook, ein Smartphone und einige Geräte, das sieht dann vielleicht aus wie hier. Das ist dann angeschlossen an Ihr regionalen oder lokalen ISP, also steht da, also Internet Service Provider, Internetanbieter, vielleicht Telekom oder Vodafone, die sind dann auch nochmal verbunden mit einem übergeordneten, mit dem nationalen, das heißt Vodafone und
Telekoms sind verbunden zu dem Deutschlandnetz. Und da kommen an dieses Deutschlandnetz kommen dann noch andere Netzwerke ran, die Mobilfunknetze oder auf geringerer Ebene in der Hierarchie noch Firmennetze, die gleichberechtigt zu ihrem Heimnetz vielleicht angebunden sind. Und all dieser, und nachdem man diese nationalen Ebene auf die ISP hat, dann sind die dann nochmal international oder erstmal kontinental und dann später international verbunden. Und so bauen sich diese Netzwerkhierarchien auf. Das sind dann also Zusammenschlüsse, hierarchische Zusammenschlüsse von Netzen. Und das auf der technischen Ebene und auf der anderen Seite Ebene sind eben Internetstandards definiert, Internetprotokolle, die verabredet wurden, wie diese Netze miteinander kommunizieren, wie diese Endgeräte in diesem Internet miteinander kommunizieren dürfen. Und die sind dann festgeschrieben in zum einen in RFCs, also Request for Comments. Der Name verleitet etwas. Es ist nicht nur ein Request for Comments, sondern es ist dann schon verbindlich, wenn es irgendwann angenommen wurde. Und es gibt die Internet Engineering Task Force, die dann auch solche Standards beschließt, die dann sagt, das IP-Protokoll sieht jetzt so aus, wenn wir jetzt zwei Knoten A und B im Netzwerk miteinander kommunizieren wollen, dann müssen sie eben diese Art von Nachrichten schicken und die müssen so interpretiert werden, die müssen so beantwortet werden und das gehört dazu. Also einmal das hierarchische Netzwerk und diese Internetstandards. Okay, und wenn das erstmal so spezifiziert ist, also einmal diese Hardware quasi und einmal diese Standards, dann kann man darauf Dienste anbieten. Das heißt, man kann diese Protokolle, die standardisiert wurden, die von denen angenommen wird, dass alle oder die spezifischen Internetteilnehmer beherrschen, die kann man jetzt nutzen, um verschiedene Anwendungen zu realisieren, zum Beispiel im Web, also www oder Voice over IP oder E-Mail oder Spiele, E-Commerce, File-Sharing. Also die Endgeräte in dem Netzwerk, die diese Protokolle beherrschen, die bieten diese Dienste an. Das heißt, sie können hier unten vielleicht so einen E-Mail-Server haben, sie sind etwas dicker dargestellt. Moment, ich glaube, ich muss mal die Tafel noch ein bisschen verschieben. Okay. Gut. Also bei dem Desktop-Gerät steht Server. Das ist ein stärkeres Gerät. Das kann er vielleicht einen E-Mail-Dienst anbieten, also IMAP vielleicht. Und Sie als Gerät, als Endgerät, also Ihr Endgerät kann dann eine Verbindung aufnehmen und eben diesen Dienst nutzen. Und, okay, was fehlt da noch? Und das ist quasi fast schon das letzte Element, was wir da haben. Also wir haben die Hosts, wir haben die Leitung, wir haben die Router, das definiert uns das Netzwerk. Das Internet ist das Netzwerk das hierarchische Netzwerk, also das Netzwerk von Netzwerken. Dann haben wir die Protokolle, die es uns erlauben, in diesem Netzwerk zwischen den Hosts bestimmte Kommunikation abzuwickeln. Und was da noch fehlt, sind diese Kommunikationsdienste. Also wenn ich eine Nachricht vom Knoten A losschicke und ich möchte, dass sie da bei B ankommt, dann muss ich auch wissen, wie kommt denn diese Nachricht an. Also ich muss irgendwie entweder eine zuverlässige Datenübertragung spezifiziert haben oder eine unzuverlässige. Oder eben, es gibt noch andere Formen, aber jedenfalls muss die Nachricht dann zugestellt werden. Okay, und auf diese Einzelpunkte werden wir jetzt im Folgenden dann eingehen. Kommen wir erstmal zu dem Protokoll. Was ist ein Protokoll? Also die anderen, so die Hardware-mäßigen, das kann man sich noch halbwegs vorstellen, aber ein Protokoll braucht etwas mehr Definition. Was ist ein Protokoll? Ein Protokoll definiert, also da unten steht es, das Format und die Reihenfolge. Also es sagt, wie es die Nachrichten aussehen sollen und in welcher Reihenfolge sie kommen sollen. Genau, in der Nachrichten von Systemen im Netzwerk gesendet und empfangen werden, sowie die Aktionen, die sie auslösen sollen. Das heißt, wie sieht die Nachricht aus, wie ist sie aufgebaut, in welcher Reihenfolge werden die erwartet und wenn diese Nachrichten eingehen, was soll da passieren? Also wenn ich Ihnen jetzt sage, Kalman Kaffee, da wissen Sie noch nicht, was ich damit meine, aber wenn ich Ihnen erstmal, wenn Sie vorher gefragt haben, wie heißen Sie, dann wäre die Reihenfolge richtig gewesen. Auch das muss man quasi standardisieren, auch das, da muss man sich festlegen, das wurde dann gemacht von RFC und dem IETF, also dem Internet Engineering Task Force, welche Protokolle es gibt und
dadurch, dass sie dann öffentlich sind und die populären eben die meisten Endgeräte umsetzen, kann man diese dann auch nutzen. Also es sind standardisierte Verfahren, wie man Nachrichten austauscht, wie die Nachrichten aussehen sollen, wie, in welcher Reihenfolge sie sein sollen und welche Aktionen sie ausführen sollen. Okay. Genau, auch zwischen uns Menschen, also das sind jetzt ein paar Beispiele, hätten wir das, also wie viel Uhr ist es, wenn ich Sie das frage, dann wissen Sie, wie Sie reagieren müssen. Also Sie laufen nicht weg oder Sie sagen nicht Ihren Namen, sondern Sie schauen vielleicht auf die Uhr und sagen, es ist jetzt 15.05 Uhr. Oder wie heißen Sie? Auch da wissen Sie, wie Sie reagieren. Also das ist auch bei Menschlichen etwas klarer, bei Maschinen muss man das alles spezifizieren. Das heißt, wenn wir das übertragen, dann ist es bei uns so, kann man es lesen, ja, ein Mensch, also wenn sich zwei Menschen vorstellen wollen, dann sagt die eine Person Hallo, die andere Hallo, wie spät ist es, die andere sagt die Uhrzeit. Bei Maschinen ist es ähnlich. Am Ende will die linke Maschine vielleicht etwas erreichen, in unserem Fall vielleicht nicht die Uhrzeit wissen, sondern eine Nachricht oder eine Datei abrufen. Dann würde sie sagen, ich möchte eine Verbindung aufbauen. Der Empfänger der Nachricht bestätigt das, ja, du kannst loslegen, ich bin bereit, ich habe Kapazitäten, leg los. Der Erste weiß jetzt, okay, ich kann jetzt meine Anfrage stellen, sind genug Kapazitäten da, ich werde gehört, es kann losgehen und dann stellt er die Anfrage, gib mir bitte die Datei abgelegt unter dieser URL. Der Empfänger hat ja schon zugesagt, dass er die Kapazitäten hat. Die Verbindung ist aufgebaut. Die Nachricht wurde empfangen und da überträgt er die Datei. Also diese Schritte müssen wir einfach spezifizieren. Und eben einige dieser wichtigen Protokolle werden wir auch kennenlernen. Aber das ist recht wichtig, um eben die Interaktion zwischen den Endgeräten zu verstehen. Weil so eine Leitung legen und die Endgeräte, die verstehen sich noch, so eine Hardware, aber das Wissen, wie die miteinander interagieren, das macht auch einiges aus. Gibt es noch andere Protokolle zwischen Menschen, ist hier gefragt. Fällt Ihnen da spontan was ein? Ah, ja. Körpersprache. Ja, Körpersprache. Ja, Körpersprache ist, das stimmt schon, ist aber nicht so ganz eindeutig. Also, ja. Also, okay, noch eine andere Frage. Hier hatten wir auch genannt, dass wir auch das Format der Nachricht festlegen müssen. Was wäre das denn bei Menschen? Ja. Die Sprache. Genau, die Sprache wäre etwas. Also, wenn ich sie auf Englisch, dann würden sie es vielleicht auch verstehen, oder auf Ungarisch anspreche, dann wird es schon schwieriger. Also, wir müssen uns auf die Sprache einigen. Eine Lautstärke vielleicht auch. Und dann sollte es klappen. Die Reihenfolge, das hatten wir schon mit dem Beispiel mit dem Namen zuerst nennen vor der Frage. Und die Aktion auch. Okay. So, das sind so die Grundelemente. Also die Hardware quasi, also die Hosts, die Leitungen, die Router. Zu dem Thema Router und Nachrichtenzustellung, da werden wir auch einen gesonderten Teil haben. Das wird auch etwas umfangreicher sein. Also einmal die Hardware-Komponenten und einmal dann die Software. Wie können die Endgeräte miteinander interagieren? Wie sehen deren Protokolle aus? Welche Protokolle gibt es? Also was ist ein Protokoll? Das haben wir jetzt betrachtet. Schauen wir uns also an, okay, der Randbereich des Netzwerks. Welche Elemente haben wir da und welche Möglichkeiten haben wir da und welche Einschränkungen haben wir? Danach betrachten wir das Innere des Netzwerks, aber erstmal den Randbereich. Okay, was ist der Randbereich? Der Randbereich, das sind alle Endsysteme quasi hinter dem Router. Also alles, was an so einen Router, also nicht an einen Router angeschlossen sind, es sind ja auch andere Router an einen Router angeschlossen, aber alles, was quasi von der Routerwelt quasi abgekapselt ist, alles, was außen ist, all diese Notebooks und Autos und Server, das ist der Randbereich. Das heißt, die selbst keine Routing-Funktionalität übernehmen, die meist nur an einen Router angeschlossen sind für ihr Internet und selbst
keine Funktionen im Innern des Netzwerks übernehmen. Wie die angeschlossen sind, also ob Kabel oder drahtlos, das ist dabei irrelevant. Also diese Bereiche gehören zwar auch dazu, die sind auch außerhalb des Routers, aber welche Form wir dann haben, das ist nicht so wichtig. Das Innere des Netzwerks, wie gesagt, das ist alles, was von den Routern umkapselt ist. Das heißt, im Inneren des Netzwerks finden sich hauptsächlich nur noch andere Router und Router, die auf weitere Netzwerke verweisen. Also das ist eigentlich so ein Router-Konglomerat. Okay, so, und das Schöne ist, wenn wir jetzt nur diese Endsysteme betrachten, da findet dann meist die Anwendung statt. Also dort werden dann die Anwendungen realisiert. Also denken Sie sich mal die ganzen Router weg und alles, was dazwischen ist, dann haben wir nur noch hier so Notebooks und Smartphones und Smart Autos und Server, und damit können Sie jetzt Anwendungen bauen. Das heißt, da können Sie sich jetzt überlegen, okay, wie implementieren wir ein WWW oder wie implementieren wir einen E-Mail-Ansatz, und da gibt es eigentlich zwei Ansätze, das zu realisieren. Der eine Ansatz ist, Sie stellen einfach sehr leistungsstarke Rechner auf, also die Server, die gehören da vielleicht Google oder GMX oder Posteo oder so, oder Ihnen selbst, ja, also wenn Sie die anmieten. Und diese stellen Ihnen dann die Dienste zur Verfügung, dieser Client-Server-Einsatz. Also wir haben einen festen Server, der im Internet irgendeine gut erreichbare Adresse hat, die Sie leicht finden können, meistens dann noch per DNS irgendwie mit einem menschenlesbaren Namen verbunden. Und Sie also wenn ich jetzt von Ihnen rede, dann meine ich eigentlich Ihr Endsystem, Ihr Endgerät, Ihr Notebook, ist dann in der Lage, eine Verbindung zu diesem Server aufzubauen und dann vielleicht einen E-Mail-Dienst wahrzunehmen. Ja, also wenn Sie mit Google kommunizieren, dann haben Sie dann, Google ist vielleicht ein bisschen groß, aber stellen Sie sich Google als einen Server vor, die betreiben dann einen Webserver oder einen E-Mail-Server. Wenn Sie dann Ihre Daten dort hingeben, dann kommunizieren Sie nur mit diesem einen Dienst. Spannender ist es, und da kann ich nicht genug Werbung für machen, für die nächste Vorlesung im Sommersemester, für die Peer-to-Peer-Vorlesung. Spannender ist es, wenn Sie diese Server nicht zur Verfügung haben, sondern nur die Endgeräte, die Interessierten an diesem Dienst, so ein Netzwerk selbst aufstellen. Also zum Beispiel File-Sharing-Netze, das hat man früher immer gern genannt, die haben zum Teil auch 2 Millionen Nutzer, indem man nur solche Notebooks und solche schwachen Endgeräte letztlich hat, die ständig offline gehen und unzuverlässige Bandbreite haben, unsicher sind. Aber dennoch haben diese File-Sharing-Netze hingekriegt, dass der Dienst der Dateisuche und des Datei-Downloads und des Finden eines Knotens, der diese Datei hat, gut funktioniert und schnell funktioniert. Und dieser Dienst eben gut angeboten werden kann. Also da wird ganz explizit, es werden keine Server verwendet und der Dienst dennoch bereitgestellt unter der erschwerten Bedingung, dass all die potenziellen Anbieter des Dienstes stets offline gehen können. Das bietet echt ganz viele spannende Herausforderungen, und aktuell sind da im Peer-to-Peer-Bereich Forschungsfragen in die Richtung, wie kann man soziale Netzwerke und Kommunikationsplattformen da aufbauen, damit man eben keinen zentralen Angriffspunkt hat zum Aufspähen oder zum Stoppen der Kommunikation. Also diese zwei Arten der, ganz grob gesprochen, Kommunikations- und Anwendungsmöglichkeiten hat man in diesem Randbereich. Entweder Sie bauen Ihre Dienste nach so einer Art Client-Server-Architektur auf, wo Sie zentralisiert ein oder einige wenige Dienstanbieter haben, eben Server, oder Sie versuchen das zu vermeiden und Sie versuchen diesen schwachen Endgeräten, die on- und offline gehen können, per Peer-to-Peer-Ansatz einen Dienst bereitzustellen. Dabei dient in diesem Peer-to-Peer-Ansatz jeder Knoten sowohl als Client, also der konsumiert den Dienst, als auch, dass er zur Bereitstellung beiträgt. Okay, in dem Randbereich, dabei auch genannt, wir wollen ja auch die Knoten miteinander reden lassen. Also wir wollen eine Nachricht von einem Knoten zum anderen zuschicken können. Das heißt, wie können wir eine Datenübertragung ermöglichen? Da gibt es auch kleine Feinheiten zwischen zuverlässiger Datenübertragung und unzuverlässiger Datenübertragung.
Ich beginne mal vielleicht mit der unzuverlässigen Datenübertragung. Genau. Okay. Stellen Sie sich mal vor, eine unzuverlässige Datenübertragung. Ja, das ist jetzt pädagogisch nicht gut aufgebaut. Da haben Sie einfach zwei Knoten im Netz, A und B. Die sind im Randbereich. Und A kann beliebig viele, beliebig große Nachrichten an B schicken. Das Problem kann sein, also es ist verbindungslos. Das heißt, die müssen sich vorher nicht prüfen, ob B überhaupt da ist. B kann ja ganz weg sein. A schickt einfach mal. Ne? Ob die Nachrichten ankommen oder nicht, wissen wir nicht. Weil B kann ja nicht bestätigen, ob eine Nachricht unterwegs war oder nicht. Er weiß ja davon nichts. Flusskontrolle und Überlastkontrolle, das betrachten wir, wenn wir quasi es anders machen. Was heißt zuverlässig? Also was ist eine zuverlässige Datenübertragung? Dazu im Vergleich. Auch hier haben wir das Ziel, einen Datentransfer zwischen zwei Endsystemen von A nach B. Aber wir wollen die Punkte, die hier rechts aufgeführt sind. Das heißt, wir wollen, dass Nachrichten ankommen. Das ist schon mal gut. Wir wollen, dass sie in der richtigen Reihenfolge ankommen. Also wenn wir die Nachrichten 1, 2, 3 schicken, dann sollen sie in der Reihenfolge 1, 2, 3 ankommen und nicht 2, 1, 3. Das könnte Probleme bewirken. Das heißt, dazu braucht man erstmal sowas wie eine Erkennung von Verlust. Also wenn Sie die Nachrichten 1, 2, 3 schicken und der Empfänger erhält nur 2, 3 oder 1, 3, dann stellt er fest, aha, da ging etwas verloren. Ich signalisiere zu dem Absender zurück, dass da was verloren gegangen ist und bitte sende mir die Nachrichten erneut. Das heißt, die beiden müssen auch voneinander erstmal wissen. Also A muss wissen, dass es B gibt und B muss wissen, dass A etwas schicken möchte. Dazu gibt es vorab so ein Handshaking. Das heißt, A teilt B mit, ich möchte dir jetzt was schicken. Ich baue eine Verbindung zu dir auf. B teilt mit, also antwortet darauf, okay, ich bin bereit, sende los. Das heißt, dieses Handshaking, also dieses erste Kennenlernen, dient dazu, um beide miteinander bekannt zu machen, zu erkennen, dass die Sende bereit sind und einen Zustand dieser Verbindung zu pflegen. Das heißt, dass B erkennen kann, in welchem Zustand der Verbindung bin ich und damit auch A erkennen kann, zum Beispiel für die Reihenfolgenerkennung, wo bin ich gerade, welche Nachricht hätte jetzt kommen sollen und falls was verloren geht, können beide reagieren. Und dazu ist das prominente Beispiel, das wir häufig, also fast immer im Internet, also eigentlich immer im Internet nutzen, das TCP, Transmission Control Protocol. Und das zielt eben auf die zuverlässigen Datentransporte ab. Das bietet eben diese zuverlässige Zustellung der Nachricht, also die Nachrichten werden, auch wenn sie auf dem Weg verloren gingen aus irgendwelchen Gründen, nochmal neu geschickt zum Beispiel. Also die Nachrichten, die der Sender A verschicken wollte, kommen alle bei B an. Die Reihenfolge wird eingehalten, das heißt, wenn eine Sortierung, eine Permutation stattfand, dann kann B das wiederherstellen. Und B kann eben erkennen, in welcher Reihenfolge was kommen sollte. Es gibt auch einen Rückkanal, um Feedback zu geben, quasi, dass da was verloren gegangen ist. Zwei weitere wichtige Begriffe hierzu, Flusskontrolle und Überlastkontrolle. Wenn Sie so eine Nachricht schicken, also A schickt an B eine Nachricht, dann kann es ja sein, dass A eine sehr hohe Bandbreite hat und mit voller Kraft rausfeuert. Jetzt kann B überlastet werden oder das Netzwerk. Also wenn Sie per irgendwie ganz dünnem WLAN-Anschluss angebunden sind, dann wir haben doch einige Doktoranden, die dann häufig das WLAN, UMTS-Netz an einem Tag schon ihr ganzes Guthaben oder ihr ganzes Volumen aufgebraucht haben, zu Testzweck natürlich. Also das geht, also das Netzwerk einfach schmalbandig ist, beide Empfänger, also der Empfänger zwar viel empfangen könnte, aber beide Elemente können überlastet werden, das Netz und der Empfänger. Und die Flusskontrolle prüft, ob der Empfänger überlastet wird. Das heißt, der Empfänger kann rücksenden, hey, ich habe diese Kapazität, sende mal langsamer. Und die Überlastkontrolle kann feststellen, das Netzwerk ist überlastet, der Empfänger kann das nicht rückmelden, aber
Das TCP sorgt dafür, dass dennoch die Übertragungsgeschwindigkeit gedrosselt wird. Also das ist zuverlässige Datenübertragung. Und dazu nochmal im Vergleich das unzuverlässige, auch da gibt es ein Beispiel, User Datagram Protokoll. Das ist der Begriff, glaube ich, ganz gut gewählt, also wie so ein Telegramm. Ja, man kann es einfach lastwagenweise verschicken, ob die ankommen oder nicht, wird man nie erfahren. Man weiß nicht, wie viele abgeschickt wurden. Es gibt keinen initialen Verbindungsaufbau, also verbindungslos ist das Ganze. Es gibt keine Flusskontrolle. Wir wissen nicht, ob wir den Empfänger überlasten. Und wir wissen auch nicht, ob wir das Netzwerk damit überlasten. Wo wird das genutzt? Oder beziehungsweise, ja, wo wird das genutzt? Bei aktuell, also das Unzuverlässige wird genutzt, wenn die Nachrichtenpakete nicht wirklich so wichtig sind, sondern oft nur zeitlich relevant sind. Also wenn Sie zum Beispiel so ein Videostreaming haben oder eine Telefonkonferenz oder ja, IP-Telefonie, 1-zu-1-Kommunikation, dann ist es nicht sehr wichtig, falls ein Stück dieses Gesprächsfetzens oder des Videos zwischendurch verloren gegangen ist, dass Sie es dann nochmal eine Sekunde später nochmal nachgereicht bekommen. Sondern dann wird eher kurz mal das Bild flackern, aber das ist okay. Wobei das zuverlässige Datenübertragungsprotokoll TCP genutzt wird, wenn wirklich jedes einzelne Bit wichtig ist. Bei Webaufrufen, HTTP oder FTP, Dateiübertragung, Telnet, E-Mail-Übertragung, bei eben solchen Datendiensten. Und genau. Also diese Möglichkeiten haben wir quasi im Randbereich zu kommunizieren. Entweder zuverlässig oder unzuverlässig, und wir können damit dann verschiedene Architekturen aufbauen, eben wie das Client-Server-Modell oder das Peer-to-Peer-Modell. Und nun können wir überlegen, okay, welche schönen Anwendungen können wir jetzt mit diesen Möglichkeiten bauen am Rand des Netzwerks. Wenn wir uns jetzt betrachten, wie sind jetzt diese Geräte angebunden, das gehört ja auch dazu, also zu diesem Rand des Netzwerks, wie gesagt, das ist alles außerhalb der Router. Wie sind wir jetzt nun an die Router angebunden? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also oft muss man sich fragen, wer ist denn da angebunden? Ist es ein Privathaushalt? Ist es eine Institution? Ist es ein mobiles Endgerät? Und davon hängt es ab, mit welcher Art man angebunden ist. Also das ändert sich nicht sehr häufig. Also so ein Privathaushalt ist meistens per DSL angebunden oder per Kabel oder per was weiß ich, aber sie können dann meistens nur alle 2 Jahre wechseln. Also das ist dann meist recht fest. Und die wichtigen Möglichkeiten oder die wichtigen Qualitätsbewertungsmöglichkeiten für solche Anbindungen sind meistens Bandbreite. Wir werden auch noch andere kennenlernen, wie Latenz, also die Verzögerung oder der Loss, also der Verlust von Nachrichten auf dieser Leitung. Aber das ist so eins der wichtigen. Und ob man diese Anbindung exklusiv nutzt oder teilt. Ich werde jetzt im Folgenden noch einige Beispiele für solche Verbindungsmöglichkeiten nennen, aber ich glaube, darunter können Sie sich da schon was vorstellen. Also wir benötigen eben die Anbindung an den ersten Router, der uns dann mit dem Internet verbindet. Und damit sind nicht diese Router bei Ihnen zu Hause gemeint, oder doch? Naja, also es gibt noch, also nicht diese normalen privaten Haushaltsrouter, die man noch zusätzlich kaufen kann, falls Sie sowas schon mal gemacht haben. Okay, bevor ich Sie verwirre, ich möchte Ihnen eher die Möglichkeiten da vorstellen. Bevor wir über die Bandbreite reden, und das wird dann später nochmal aufgegriffen, weil die verschiedenen Anbindungsmöglichkeiten unterscheiden sich ja natürlich auch in der Qualität, also welcher Bandbreite Sie Ihnen zur Verfügung stehen, welche Datenraten. Dazu erstmal die Einführung von den verschiedenen Begrifflichkeiten zu den Datenraten. Auch da werden Sie viel gesehen haben, es ist nur die Frage, wie man es definiert. Und hier ist es in dieser Vorlesung so definiert, dass 1 Kilobit als 1000 Bit pro Sekunde definiert sind. Und 1 Kilobyte mit großem B, das unterscheidet dann hier das KBPS von dem KBPS, wären dann 8-mal so viel. Ebenso dementsprechend mit Megabit und Gigabit, also hier steht das Kilo, Mega und Giga jeweils für die Tausenderpotenzen.
Okay, damit Sie das so, damit wir die folgenden Einteilungen noch mal ein bisschen so aufgreifen können. Okay, also wie kann man jetzt angebunden sein? Meistens bei Privathaushalten, also ich weiß nicht, ob es das noch gibt, per Modem, ob das noch geht. Ich glaube, geht das eigentlich noch? Kennen Sie jemanden, der noch ein Modem hat? Oder, ah ja. Ah ja, im libanesischen Restaurant, okay. Aber in Deutschland? Okay, ah ja. Ja, also. Okay, also theoretisch geht es noch. Also früher war das, also als ich angefangen habe mit dem Internet, ja, dann war das so. Da gab es ein Modem und da konnte man entweder telefonieren oder ins Internet, aber nicht beides. Dann kam irgendwann ISDN und da konnte man beides, aber auch nicht mehr. Okay. Also theoretisch geht es und wir müssen, wenn wir das, den Blick über Deutschland hinaus erweitern, dann gibt es da natürlich noch andere Länder, wo Modems und vor allem, wenn man weiter draußen ist, eher Standard, also wo die häufiger vorkommen. Was seit einiger Zeit gibt, sind die DSL, also sehr allgemein ausgedrückt Digital Subscriber Line, digitaler Anschluss. Also und üblicherweise eben von Telefongesellschaften. Ich habe nochmal kurz geschaut, bis zu 100 Mbit, 40 Mbit Upstream. Also Downstream meint immer quasi aus dem Internet zu Ihnen, Upstream von Ihnen ins Internet. Und ist für Sie der Upstream interessant? War das mal ein ausschlaggebendes Kriterium für die Wahl Ihres Internetanbieters bei Ihnen? Ah ja. Aha. Ja, aus welchem Grund? Genau, also damit man da mal selbst Server laufen lassen kann. Und genau, das finde ich auch ganz interessant, weshalb, wohin sich das in Zukunft bewegen könnte. Also wenn der Upstream immer weiter zunimmt, dann ist es immer stärker möglich, dass man zu Hause selbst irgendwelche Dienste betreibt. Deshalb gibt es da auch die Perspektive, dass Peer-to-Peer, das jetzt etwas wieder weniger populär ist, dann wieder kommen könnte, weil man einfach dann viel mehr Bandbreite zusammen hat. Okay, also das ist so aktuell, was weiß ich, was im Kunden- und Privathaushaltsbereich verfügbar ist. Vielleicht gibt es hier und da noch kleine Anbieter mit mehr Möglichkeiten, aber das ist so, was so aktuell angeboten wird. Okay, was es dann auch gibt, ist einmal ein Rechtschreibfehler hier, habe ich gesehen. Moment. Genau, Glasfaser. Okay, was es auch gibt, ist ein Kabelmodem. Also dann, was ist ein Kabelmodem? Also sowas wie Unity Media bietet das an. Da ist es so aufgebaut, hier habe ich mein Bild. Und das heißt ja Hybrid Fiber Coax. Ja, also hybride Glasfaserkabel mit dem alten Kabel. Also für Koaxialkabel für den Fernsehempfang. Und da ist der Aufbau so, dass es quasi sowohl Glasfaser gibt, quasi das ist so das Kabelkopfstück, das ist mit dem Internet verbunden, da ist so der Anschluss. Und von dort aus verzweigen sich Glasfaserkabel an so quasi Hotspots, wo die Häuser stehen, ja, an diese Nahbereichsweichen. Und von dort aus gehen dann die Koaxialkabel aus, also dann nicht mehr die Glasfaser, sondern die Koaxialkabel. Kabel, die leichter auszutauschen sind und zu handhaben. Und die schließen verschiedene Häuser an. Das heißt Hybrid, weil sowohl Glasfaser als auch Koaxialkabel und die bieten, also bei Unity Media habe ich heute mal geschaut, 200 Mbit Downstream an, 110 Mbit Upstream. Und die teilt man sich mit den anderen, heißt das. Also ich bin nicht sicher, mit wie vielen man sich das teilt. Es ist nicht immer ganz offen. Es variiert auch. Also das heißt, manchmal haben sie diese 200 Mbit zur Verfügung, manchmal halt auch nicht. Wenn Sie das noch weiter betrachten, welche Anbindungsmöglichkeiten man hat, also jetzt nicht nur Kabelmodem, sondern wie, genau, okay. Sie können sich auch als Privathaushalt per Standleitung anbinden, aber da springe ich lieber mal zu dem Business-Bereich.
weil das ist eigentlich das Gleiche. So eine Anbindung von Firmen, wie kann man die anbinden? Zum einen haben sie intern so eine Art Vernetzung, die haben meist ein größeres lokales Netzwerk als wir zu Hause, mit viel mehr Geräten, die haben intern verschiedene Router, aber am Ende haben sie dann auch einen Router, der quasi ans Internet angeschlossen ist. Und dort stehen verschiedene Möglichkeiten, je nach Geldbeutel zur Verfügung, bis 100 Gigabit pro Sekunde. Und genau, also das ist dann weniger spektakulär, das ist dann quasi ein Router, der Teil des Internets fast schon wird, der quasi diesen Übergang darstellt und der auch eine sehr hohe Bandbreite unterstützt. Also nicht der Router, der Routeranschluss zum Internet ist dann bis 100 Gigabit pro Sekunde sehr schnell. Wie solche LANs und aufgebaut werden und wie quasi solche weiteren, also Router intern aussehen und welche Protokolle es bei den Routern und Switchern gibt, Switches gibt, die betrachten wir dann noch später in Gruppen, den Kapitel 5, also sind etwas komplizierter. Und diese LANs, da gibt es ja auch eben die Übungen dazu, die praktische Übung, glaube ich. Ne? Also zu dem WG-Netzwerk, da wird auch geschaut, wie muss man das richtig konfigurieren, damit man keine Daten nach außen gibt. Okay, eine weitere Anbindungsmöglichkeit ist, um quasi das Thema abzurunden, wie der RAN des Internets angebunden werden kann, sind drahtlose Zugangsnetze. Auch da hatten wir mal die Vorlesung Mobilkommunikation und mittlerweile gibt es das, glaube ich, nicht mehr. Also wenn Sie Nachfrage haben, wir müssen noch für Wintersemester 2016 noch melden, welche Vorlesungen wir anbieten sollen. Falls Sie da großes Interesse an Mobilfunknetzen haben, können wir das noch vielleicht berücksichtigen. Also da gibt es, ich kann Ihnen eine ganze Vorlesung dazu erzählen. Also welche Anschlussmöglichkeiten es gibt, also von LTE, UMTS zu GPRS und allem. Ganz grob, die ganz grobe Idee ist, dass quasi Basisstationen herumstehen in der Gegend, die dann so eine Zelle abdecken und in dieser Zelle sich die Endgeräte, die Bandbreite unter verschiedenen Aspekten teilen und diese Basisstationen sind dann angeschlossen an das Internet, also an die weiteren Elemente des Mobilfunknetzes und von dort aus, also die fischen quasi ihre Internetpakete, ihre Nachrichtenpakete ab und liefern sie dann auch aus. Das kann dann, also einmal Mobilfunknetze sein, das können dann auch Wireless Access Points sein, die dann per Wi-Fi eben auch zu bis zu 7 Gigabit pro Sekunde schaffen, wahrscheinlich nur im sehr kurzen Distanzbereich. Und da gibt es auch sehr viel. Also jedenfalls nur, um das noch im Hinterkopf zu behalten, dass diese Möglichkeiten dann auch bestehen. Okay, kurz nochmal zum Rekapitulieren. Also wir haben so grob gesehen, wie das aus welchen Elementen das Internet aufgebaut ist, dass wir Router, Leitungen und Endsysteme haben. Und wenn wir nur die Endsysteme betrachten, mit den, was die eben ausmacht, wir all diese Geräte hinter den Routern haben und die eben über diese, entweder über die verschiedenen Zugangsmöglichkeiten, DSL, kabelgebunden, drahtlos angebunden werden können und die miteinander entweder zuverlässig oder unzuverlässig kommunizieren können. Okay, wenn wir mal sowas im Kleinen anschauen, also nur mal so als Beispiel quasi ein Heimnetzwerk, da findet man das alles wieder. Wir haben das Internet hier drüben, das Netzwerk der Netzwerke, also all diese Router-Konglomerate, die Router, die mit anderen Routern verbunden sind. Dann haben wir irgendwie das letzte Routerstück vor unserem. Zum Anschluss an unser Haus. Intern haben wir dann noch meist von dem Anbieter den gestellten Router, der bei uns intern die Kommunikation regelt. Und deshalb meinte ich, also wenn Sie so eine Router, also jetzt verwischen so ein bisschen die Begriffe, also Sie können ja auch einen Router zu Hause haben, aber der nicht unbedingt das letzte Endstück bezeichnet, sondern nur quasi intern Ihre Kommunikation regelt.
vereinfachend dargestellt, möchte ich aber dann noch sagen, okay, Sie haben halt verschiedene Endgeräte zu Hause, die hängen an einem Router, der sorgt dafür, dass unterschieden wird, wenn jetzt Nachrichten zum Beispiel von außen kommen, welcher Empfänger das, die Nachricht bekommen soll. Sie können über diesen Router, das ist Ihr zentraler Ansprechpartner, wenn Sie mit der Außenwelt, also mit dem Internet kommunizieren wollen. Und über diesen Router werden alle Ihre Nachrichten nach außen verschickt. Das ist so ganz grob der Aufbau. Verschiedene Aspekte, also wir werden in den Folien setzen 4 und 5, also wo es um LAN geht und auch das Thema NAT ansprechen, also Network Address Translation, also wie sorge ich dafür, dass wenn jetzt eine Nachricht von außen kommt, ich habe aber nur eine bestimmte Adresse, dass dennoch zugestellt werden kann an den richtigen Rechner. Das wird ein bisschen komplizierter, aber das werden Sie alle schon ganz gut meistern. Okay, also das ist so ganz grob der Aufbau dieses äußeren des Randes des Netzes. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen ins Technische gehen, wie sehen jetzt denn diese physikalischen Medien aus? Also was haben wir denn da eigentlich? Also wie sehen diese Anbindungsmöglichkeiten aus? Dann möchte ich Ihnen die kurz vorstellen. Also es unterscheidet sich einmal, also wir wollen ja ein Signal schicken, also über so eine Leitung, über so ein Medium. Und das geringste, die kleinste Einheit, die wir quasi pauschal für alle Medien ansetzen wollen, ist ein Bit. Ja, also wir wollen Bits verschicken über die Leitung zwischen A und B. Und jetzt kann es zwei unterschiedliche Arten geben. Natürlich auf der einen Seite gerichtete Medien, wo sie nur in eine Richtung kommunizieren können. Und ungerichtete Medien, die kreuz und quer und beidseitige Kommunikation erlauben, wie zum Beispiel Funk. Und die gerichteten Medien, das sind meist diese kabelgebundenen, also Kupfer, Glasfaser, Koaxial. Damit Sie mal diese Kabel mal sehen, also ein Twisted Pair Netzwerkkabel enthält 8 solcher Adern. Es gibt da verschiedene Kategorien, damit als zum Beispiel also recht weit verbreitet war Kategorie 5, mittlerweile geht man Richtung 6, 7. Kategorie 8 soll auch, ich glaube, im Ende dieses Jahres verabschiedet werden, habe ich gelesen. Die unterstützen unterschiedliche Bandbreiten, darüber, unterschiedliche Datenraten. Also Kategorie 5 noch bis 100 Megabit pro Sekunde ist bei Kategorie 6 und 7 bis 10 Gigabit das spezifiziert. Genau, das sind einzeln, also haben Sie sowas schon mal gesehen? Wer hat von Ihnen mal so ein Twisted Pair Kabel erstmal gesehen? Okay, schon mal geöffnet und mal selbst die 8 Äderchen mal angeschaut? Okay, also 2? 3? Okay. Okay, jetzt bin ich ein bisschen baff. Okay, ich dachte so, na gut, ist nicht mehr zeitgemäß. Okay. Okay. Na gut, also das macht man ab und zu so. Okay. Okay. Was gibt es da noch? Die Koaxial- und Glasfaserkabel. Wer hat schon mal ein Koaxialkabel gesehen? Okay, es sind aber weniger jetzt. Also ich glaube 10 und mal geöffnet und mal isoliert und angeschlossen an der Dose und so. Einer? Nee, jetzt mal bitte Hände hoch. Also wer hat schon mal so ein Fernsehen, so ein Subkabel angeschlossen? Okay. Okay, gut. Okay, dann sind. Okay, gut. Also, wie ist das aufgebaut? Es hat keine 8 Adern, sondern es hat nur 2. Die zweite Adernpaar, das ist ein bisschen versteckt, da muss ich erstmal überlegen, wo ist es denn? Das ist diese, also intern hat man ja diesen dicken Kupferdraht und außen hat man so ein geflochtenes Metallband drumherum. Also man hat so ein dickes Kupferkabel in der Mitte, da hat man meist so einen Plastikguss drumherum, da hat man noch so eine Folie und dann so ein Metallgeflecht. Das ist das zweite. Und darüber wird eben auch
Informationen übertragen und es funktioniert eigentlich sehr gut. Und das Glasfaser, das ist so quasi, was langfristig so die besten Perspektiven bietet und deshalb wird auch immer bemängelt, dass der Bandbreitenausbau in Deutschland auf das falsche Pferd setzt mit dem Vectoring, die es immer noch an Kupferkabeln festhält. Also ein Kupferkabel, Kupfertelefonkabel, haben Sie das auch schon mal gesehen? So, okay, ja, das ist schon mal auch okay. Also sind zwei Kupferkabel, die steckt man da in den Telefonanschluss. Okay, also das ist nicht so Hightech, da ist ein Glasfaserkabel schon ganz, ganz viel schöner, weil da per Licht kommuniziert wird, das ist das reicht recht weit, das hat recht hohe Geschwindigkeiten, man kann da auch die Farben zum Teil unterscheiden, sodass danach speziell über die verschiedenen Farbfrequenzen aufgesplittet signalisiert werden kann und das ist schon ganz gut. Also perspektivisch wird das eben die höchste Bandbreite bereitstellen. Ich glaube, nur die Telekom versucht noch ihr altes Geschäftsmodell zu erhalten. Okay, also das ist so das Physikalische bei den Kabeln, bei den Medien, bei den Funkmedien. Da gibt es, wie gesagt, da kann man eine ganze Vorlesung dazu halten. Das sind elektromagnetische Wellen, die omnidirektional von einer Antenne ausgeströmt werden, über die Luftschnittstelle setzen die da so Wellen in Gang, bidirektional natürlich und nicht nur bidirektional, sondern ganz kreuz- und querdirektional. Das heißt, da haben sie ganz viel Reflexion, wir haben Abschattungen, wenn da irgendein Hindernis im Weg steht, dann wird das Signal natürlich schwächer, Interferenz, die prallen überall ab und werden zurückgebrochen. Und also es wird komplizierter, die auszulesen. Es gibt je nach Band, je nach Frequenz, auf der gesendet wird, unterschiedliche Arten von Funk, Mikrowelle, WLAN, 2,4 GHz hat WLAN, Weitverkehr. Je nachdem, welche Frequenz man hat, kann man anders kodieren, kann man weiter kommunizieren. Nur damit Sie alles mal so halbwegs grob gehört haben. Aber wie gesagt, dazu kann man eine ganze Vorlesung füllen. Okay, soweit abschließend einmal zum Thema Randbereich des Netzwerks. Also was haben wir bisher mal, ich möchte so ganz grob immer zu diesen, zum Ende dieser Abschnitte mal zusammenfassen. Also das Internet besteht aus den Hosts, den Leitungen und den Routern und den Protokollen, die das Ganze nutzbar machen. Dann haben wir den Randbereich des Netzwerks betrachtet, das heißt alles außerhalb der Router. Das heißt die verschiedenen Endgerättypen wie Clients oder Server, also welche die langfristig an sind und Dienste bereitstellen können oder welche die online-offline gehen. Je nachdem können sie eben ihre Anwendung aufbauen. Dann haben wir noch die Leitungsarten kennengelernt und unzuverlässige Datenübermittlung. Und jetzt wollen wir uns mal ganz kurz das Innere des Netzwerks anschauen. Das ist hier blau umrandet, also all diese Router-Konglomerate, da sehen Sie schon, das sind wirklich nur Router und was ist da spannend? Naja, das Spannende daran ist, das ist ja weltweit, also und das ist hierarchisch, das heißt, Sie haben so einen Aufbau, sowohl in Deutschland, quasi von den kleinsten Haushalten vielleicht nicht, aber von den Unternehmen, die auch so eine starke Anbindung haben, zu dem regionalen, lokalen ISP, zu dem nationalen ISP, zu dem internationalen, also globalen Vernetzung. Die sind untereinander komplex vernetzt, aus unterschiedlichen Gründen. Und jetzt soll eine Nachricht von A nach B finden. Und die A kann irgendwie in Deutschland sein und B in Taiwan. Und die Nachrichten müssen den Weg finden. Und da gibt es zwei Arten, wie Nachrichten den Weg finden können. Also wie werden Daten durch das Netzwerk geleitet? Das eine ist Leitungsvermittlung, das ist so ein bisschen retro, und Paketvermittlung, das ist modern. Also Leitungsvermittlung, das Beispiel da ist das Telefonnetz, also sogar das ganz alte Telefonnetz, also wo Sie dediziert, also für jede einzelne Leitung, die Sie setzen wollen, müssen Sie die von Anfang bis Ende erstmal durchschalten und dann können die Leute reden. Und bei der Paketvermittlung ist es so, das werden wir jetzt gleich nochmal sehen, dass einfach alle die Wege nutzen, und aber sie auch das Problem haben, dass Nachrichten verloren gehen können. Also Leitungsvermittlung.
Hier, das ist das Wichtige, könnte ich mich so ein altes Telefonnetz mit den Steckern vorstellen. Ende-zu-Ende-Ressourcen werden für einen Ruf reserviert. Das heißt, A möchte mit B telefonieren, weiß, okay, so und so viel Bandbreite werde ich brauchen. Und jetzt wird der Rufaufbau von Pfad, also den ganzen Pfad entlang geleitet, und auf dem Pfad wird geprüft, gibt es Ressourcen für diese Kommunikation, und wenn ja, wird es reserviert. Und wenn der gesamte Pfad durchreserviert wurde und von A nach B eben jeder einzelne Abschnitt zugestimmt hat, dass der Ruf aufgebaut werden kann, dann wird rückgemeldet, okay, es kann jetzt losgehen. Dann hat man diese Reservierung auch. Also dann hat man auch diese Bandbreite, die zugesagt wurde. Und die kann einem eben niemand mehr wegnehmen für die Zeit, die man es reserviert hat. Das heißt, das ist wirklich dedizierte Ressourcen. Man teilt sie nicht, man hat sie nur für sich alleine. Okay. Das heißt, damit man das machen kann, müssen wir diesen Pfad, der hier dargestellt wird, in verschiedene Leitungen, in verschiedene Ressourcenblöcke und quasi Einheiten aufteilen. Genau, Einheiten. Das heißt, entweder wir sagen, und wir werden sehen, wie wir das aufteilen können, aber wir haben dann eine Kapazität. Also wir sagen, auf diesem Pfad können jetzt 10 Leute telefonieren oder kommunizieren. Und wenn der 11. was will, dann lehnen wir eben diese Anfrage ab. Dann kann er halt nicht, dann muss er warten. Und wenn wir 10 Einheiten hier haben und A reserviert sich jeweils eine Einheit, hier haben wir vielleicht 20 Einheiten, und A reserviert sich für seinen Rufaufbau jeweils eine Einheit, dann hat er das fest zugesagt, aber auch nicht mehr. Also weder weniger noch mehr. Das heißt, Einheiten bleiben ungenutzt, wenn sie nicht verwendet werden. Das heißt, obwohl da Kapazität noch wäre, für jeden, der einen offenen Ruf hat, mehr Bandbreite vielleicht, wird es nicht genutzt. Also nur das, was reserviert wurde, erhält man und nicht mehr und nicht weniger. Wie kann man das aufteilen? Da haben sich zwei Ansätze so durchgesetzt. Also theoretisch gehen noch zwei weitere, aber die sind jetzt erstmal beiseite, weil die sich eher im Mobilfunk, glaube ich, anbieten. Ganz grob gesprochen gibt es Frequenz-Multiplex und Zeit-Multiplex, also Frequency-Division-Multiplex, FDM, und Time-Division-Multiplex. Die Visualisierung zeigt es ganz schön, also wenn wir 4 Einheiten reservieren wollen, entweder wir reservieren es basierend auf der Frequenz, das heißt, dass die Signalschwingungen, die Signalübermittlung eben auf verschiedenen Frequenzen stattfindet, und wenn der Empfänger auf dem anderen Pfad auf jeweils der verschiedenen Frequenz lauscht, dann kann man das auseinanderhalten, wer welche Frequenz. Also da kann man die Signale für jede Frequenz voneinander unterscheiden und herausfiltern. Oder Time Division Multiplex, dass man weiß, okay, für die Reservierungseinheit 1 muss ich immer zu bestimmten Zeitpunkten lauschen und das dann am Ende zusammensetzen, und das ist das Ergebnis, das ich da für mich raushole. Und hier gibt es eben in diesem Beispiel 4 Einheiten, die man vergeben kann, 4 Ressourcen, die auf die Nutzer verteilt werden können, und mehr gibt es nicht. Eben, wenn der 5. auch was reservieren will, hat er Pech gehabt, es gibt nichts mehr. Genau. So war das halt früher mit dem Telefon. Ne? Da haben sie dann angerufen, oder ganz, ganz früher, da mussten noch umgesteckt werden, und wenn überall umgesteckt wurde, konnten sie dann telefonieren. Oder wenn sie gerade telefoniert haben mit ihrem ISDN, da konnten sie nicht ins Internet oder mit ihrem Modem. Da ging es halt nicht. Da war es halt blockiert. Diese eine Ressource, diese eine Einheit, die sie hatten, war belegt. Pech. Dafür hatten sie damals auch diese feste Zusage, also wenn sie mit dem Modem ins Internet sind, dass sie eben eine bestimmte Bandbreite haben. Okay, also beispielsweise, wie lange dauert es, also nur mal als Beispiel, wie es ist. Also wenn Sie eine Datei haben mit 640.000 Bit und Sie wollen sie von A nach B übertragen und Sie haben ein leitungsvermittelndes Netzwerk. Es gibt eine gewisse Bandbreite, und diese Bandbreite wird aber aufgeteilt in 24 Zeitschlitze pro Sekunde. Das heißt, Sie müssen sich die Bandbreite mit 24 teilen.
Wie lange brauchen Sie, wenn noch hinzukommt, dass man noch 500 Millisekunden braucht, um die Reservierung quasi durchzuführen? Überlegen Sie sich das nochmal ganz kurz, 2 Minuten lang, und dann machen wir dann mit dem Sitznachbar, dann lernen Sie sich auch kennen, das ist auch ganz gut. Das ist ganz gut in Rechnernetzungen, wenn es um Kommunikation geht. Ich kann ja einen kleinen Hinweis geben, bevor zu viele den Taschenrechner zücken. Moment, ich hoffe, ich krieg's hin. Die Einheit kann ich jetzt nicht hinzuschreiben, das wird zu kompliziert. Haben wir denn schon eine Abschätzung, eine erste Hochrechnung? Ja. Ja, sehr gut, genau. 10,5 Sekunden, genau. Ja, und zwar, genau. Dadurch, dass wir das TDM nutzen, also das Time Division Multiplex, haben wir ja, teilen wir die ganze Zeit, die uns zur Verfügung steht, zur Übertragung in 24 kleine Häppchen auf. Das heißt, wenn wir eine Ressource belegen und reservieren lassen, dann kriegt man nur ein 24stel der Bandbreite. Das heißt, ein 24stel der verfügbaren, die uns überhaupt zugeteilt werden kann, sind diese 64.000 Kilobit pro Sekunde. Nee, 64.000 Bit pro Sekunde. Und jetzt brauchen wir das Zehnte davon, also brauchen wir 10 Sekunden zur Übertragung und nochmal 500 Millisekunden initial für die Reservierung. Genau. Das heißt, was würden wir denn machen, wenn es 13 andere in diesem System gibt, die auch noch übertragen wollen oder nur einen? Wie lange wird es dann dauern? Nehmen wir mal an, es gäbe noch 10 andere Teilnehmer in dem Netzwerk. Wie lange würden wir dann brauchen? 10,5 Sekunden. Das können Sie sehr gut im Kopf ausrechnen, haben Sie super gemacht. Genau, 10,5 Sekunden. Genau, es ist unabhängig davon, wie viele sonst noch in diesem System sind. Solange man was reserviert hat, kriegt man seine Kapazität, diese 64.000 Bit pro Sekunde und nicht mehr und nicht weniger. Okay, einen Moment. Ja, und bevor wir dann morgen zum Thema Paketvermittlung gehen, also wie das Internet in Wirklichkeit funktioniert, das ist der Cliffhanger, möchte ich, glaube ich, die Vorlesung heute jetzt noch nicht beenden, weil sonst, wenn ich das sagen würde, dann schwupp, raus. Nein, also morgen wird die Vorlesung heute, also morgen werde ich nicht dabei sein, also morgen wird die Vorlesung gehalten von Raphael Dialon und Alexander Schneider, genau, um nochmal hier zurückzuspringen, dass Sie da nicht überrascht sind, wer die Personen dann vorne sind.
genau hier. Das heißt, beide rechten. Nee, USB. PowerPoint ist komisch. Okay, die beiden rechten hier. Und dann geht es morgen weiter eben mit der Paketvermittlung und den weiteren Elementen des Internets. Und ja, ich freue mich. Genau, schauen Sie sich da auf die Website an. Dort werden wir Sie informieren, wo Sie die Aufzeichnung runterladen können. Und ich freue mich auf dieses Semester mit Ihnen. Weil es wird, glaube ich, uns allen Spaß machen. Danke.